Es ist passiert, worauf wir in den letzten Wochen gewartet haben. Die Cut-Zeichnungen vom neuen iPhone sind im Netz aufgetaucht und die liefern uns einen noch besseren Eindruck vom neuen Design. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Normalerweise ist OnLeaks eine sehr gute Quelle, wenn es um Cut-Zeichnungen geht. Dieses Mal hat jedoch Max Weinbach eine Cut-Zeichnung vom neuen iPhone erhalten. Er hat diese zusammen mit Everything Apple Pro, einem YouTube-Kanal, analysiert und Mockups erstellt. Und so hat man uns einen neuen und besseren Überblick vom Design der neuen iPhones gegeben. Direkt vielleicht mal für euch vorab, die ihr nicht so in der Tech-Szene vielleicht zu Hause seid. Was ist eine Cut-Zeichnung? Das ist eine Skizze, eine Art, sag ich mal, Zeichnung, das sagt ja auch schon der Name, die vor allem Hüllenherstellern dazu dient, dass sie anhand der genauen Maße das eine Hülle für ein neues Smartphone erstellen können. Das finale Design weicht in der Regel immer ein bisschen von diesen Cut-Zeichnungen ab, aber diese Cut-Zeichnungen dienen auch nur dazu, dass man, sage ich mal, zum Beispiel genau weiß, wo jetzt der Kamerabump ist, wie dick die Seite ist und so weiter, dass man einfach basierend darauf Hüllen erstellen kann. Hersteller wie Apple geben diese Cut-Zeichnungen an sehr, sehr begrenzte Hüllenhersteller selbst, damit diese zum Launch ihre Hüllen fertig haben können. Aber natürlich ist es in China auch höchst interessant, dass sie diese Cut-Zeichnungen recht früh erhalten, denn es ist unglaublich wichtig, dass man seine Hülle zum Marktstart im September von einem iPhone bereit hat. Und da gibt es natürlich auch Mittel und Wege in China, anderweitig an so eine Cut-Zeichnung zu kommen. Da wird sehr viel Geld dafür gezahlt und das sorgt dann auch in der Regel dafür, dass wir immer relativ früh wissen, wie so ein neues iPhone einige Monate vorher aussehen wird. Fangen wir mit der Front und der Seite oder den allgemeinen Maßen vom neuen iPhone 12 Pro Max an. Es handelt sich hier um das größte Modell, welches höchstwahrscheinlich mit 6,7 Zoll daherkommen wird. Das Gerät wird ein kleines bisschen breiter und ein kleines bisschen höher sein. Nicht viel, aber so ein kleines bisschen. Und es wird auch ein bisschen dünner sein. Ich vermute, dass man den Unterschied nicht drastisch merken wird, aber hier und da im direkten Vergleich wird man das dann natürlich spüren. Das Display auf der Frontseite soll jetzt außerdem komplett flach sein, also kein 2,5D gebogenes Glas an den Seiten. Das dürfte für ein deutlich kantigeres Design sorgen. Außerdem sind die Ränder, das war ja bereits bekannt, an den Seiten ebenfalls abgeflacht und nicht mehr abgerundet. Die Notch nicht auf den Cut-Zeichnungen zu sehen, aber ebenfalls von einer anderen Quelle bestätigt, sage ich mal, soll kleiner werden. Es ist davon die Rede, dass dies in etwa so groß wie beim OnePlus 6 wird, falls euch das noch etwas sagt. Aber ich werde euch hier ja auch immer wieder Bilder einblenden. Sprich, sie wird nicht verschwinden, es wird auch kein Loch geben, es wird aber auch nicht die alte Notch vom iPhone 10, 10S und 11 geben, sondern wir werden eine kompaktere und kleinere Notch mit dem iPhone 12 Pro bekommen. Wir gehen einmal um das Gerät herum auf die Rückseite. Da ist noch unklar, was jetzt genau für eine Rückseite zum Einsatz kommt. Wie gesagt, das sind Cut-Zeichnungen. Ich hoffe aber, dass Apple an seinem matten Design von den aktuellen Pro-Modellen festhält. Der Kamerabump wird minimal größer, heißt das. Er wird aber die ähnliche Optik wie beim iPhone 11 Pro erhalten. Statt 3 Kameras haben wir jetzt aber 4 Kameras. Wobei ich das Kameras einfach mal in Anführungszeichen setze, denn der 4. Sensor soll der LiDAR-Sensor sein, den wir jetzt beim iPad Pro 2020 gesehen haben. Das dürfte niemanden überraschen. Der Kamerabump soll jetzt etwas weiter aus dem Gehäuse stehen. Es ist immerhin auch ein bisschen dünner. Dafür sollen die Linsen, die so ein bisschen aus dem Kamerabump beim iPhone 11 Pro herausstehen, deutlich flacher auf der Rückseite vorhanden sein. Man beschreibt das Ganze, dass das jetzt mehr in die Richtung vom Kamerabump vom aktuellen iPad Pro 2020 geht. Auf der unteren Seite werden wir höchstwahrscheinlich einen etwas größeren Lautsprecher bekommen. Daraus könnte man jetzt spekulieren, dass der Sound lauter, vielleicht auch ein bisschen besser bei den neuen iPhones wird. Ich finde, der ist aber bei den aktuellen iPhones schon so gut, dass das jetzt nicht unbedingt nötig wäre. Außerdem, es wird der Lightning-Anschluss vorhanden bleiben, also wir werden keinen USB-C sehen. Es deutet sich ja aktuell an, dass Apple bei den iPhones nicht mehr zu USB-C wechseln wird, sondern dann direkt in 1 bis 2 Jahren ein iPhone komplett ohne Anschlüsse auf den Markt bringen wird. Und man hört erneut, dass eine Farbe Navy Blue geplant sein soll. Aktuell ist, sage ich mal, die Farbe für das iPhone 11 Pro, die neue Farbe war Midnight Green. Und jetzt wird höchstwahrscheinlich ein Blauton folgen. Da experimentiert Apple noch mit 2 Farbtönen. Es soll ein etwas dunkleres Grau, Blau geben. Da wird sich dann vielleicht auch in den kommenden Wochen noch zeigen, wie das genau aussieht. Aber diese Farbe könnte das Midnight Green vom aktuellen iPhone 11 Pro ersetzen.
Die Quelle für diesen Leak ist durchaus zuverlässig. Das hat sie in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder bewiesen. Es ist ein sehr ausführlicher Leak und es ist anscheinend auch ein so umfangreicher Leak, dass man angekündigt hat, dass es in den nächsten Tagen und Wochen weitere Details geben soll. Ich habe bereits vor ein paar Tagen ein Video bereits veröffentlicht, wo Mark Gurman von Bloomberg, ebenfalls eine sehr, sehr gute Quelle, die Details in schriftlicher Form veröffentlicht hat. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass diese Cut-Zeichnungen die Runde machen, dass diese Cut-Zeichnungen bald weitere Medien erreichen werden und dass wir dann in den kommenden Wochen auch noch bessere Render-Bilder bekommen werden. Es hieß, dass diese Cut-Zeichnung vom Januar stammt, wo das Design zu ca. 70% final entschieden ist. Möglich wäre es, dass noch die ein oder andere Änderung vollzogen wird. Und es sei jetzt an dieser Stelle auch dazu erwähnt, dass die neuen iPhones vielleicht einen Smart-Connector wie das iPad Pro an der Seite bekommen werden. Warum? Das ist noch vollkommen offen. Ich glaube nicht, dass man einen Apple Pencil darin anbringen kann. Es wird sich zeigen, was Apple mit einem Smart Connector im iPhone plant, aber da wäre es vielleicht auch möglich, dass sich da die Cut-Zeichnungen noch täuschen und dass dieser doch nicht kommen wird. Da wäre ich vielleicht ein kleines bisschen skeptisch, aber so grundsätzlich kann man sagen, das iPhone 12 Pro wird eine Mischung aus iPhone 5, aus iPhone 11 Pro und aus dem aktuellen iPad Pro 2020 sein. Dünnere Ränder, kantigeres Design, etwas dünner allgemein, dafür ein kleines bisschen breiter und höher und jetzt ein bisschen nicht mehr so gebogen an den Seiten und beim Display, sondern ein komplett flaches und kantiges Design. Ich freue mich auf das Design. Ich finde, die Designsprache vom iPhone 5 war die schönste Designsprache, die Apple eingeführt hat. Mag auch das aktuelle Design vom iPad Pro 2018 oder 2020 und bin dann mal gespannt, wie das Ganze bei einem neuen iPhone-Lineup aussehen wird. Ganz kurz zum Abschluss noch dazu erwähnt, es geht hier um das Pro-Modell, um das iPhone 12 Pro. Wir wissen nicht, ob das iPhone 12, von dem auch zwei Versionen in diesem Jahr erscheinen sollen, ebenfalls in diese Richtung geht. Ich gehe aber davon aus, dass wenn Apple eine neue Designsprache einführt, dass diese dann für alle neuen iPhones gilt. Das war's mit den heutigen Gerüchten zum Apple iPhone 12 Pro. Wie gesagt, es sollen weitere Gerüchte in den kommenden Tagen folgen. Ich gehe also davon aus, dass ich mich kommende Woche vielleicht wieder zurückmelden werde. Bleibt also gerne dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.